Herzklopfen kostenlos. Die Talente-Show. Präsentiert von Ihrer Kreissparkasse Saale-Orla, der Stadt Neustadt an der Orla und dem Veranstaltungsbüro Andreas Dornheim. Ein wunderbar ausgefallener Name, finde ich, und eine ganz tolle Truppe sogar. Die ja, Klamotten finde ich richtig klasse. Die Salon Creature aus Unterwellenborn. Ihr habt gespielt Alte Kameraden. Wie passen die Kleidung, oder? Die passen super. Absolut, dafür ausgesucht? Natürlich. Ja. Ganz schick, besonders die Mützen. Wer hat die besorgt? Internet bestellt. Ah, ja, die Frauen sind immer fürs Outfit zuständig, sehen wir da wieder. Etwas ausgefallen nennt ihr drei euch, das fand ich so schön, die schräge Familienband und sagt von euch, ihr spielt alte Kamellen mit gewöhnlichen und außergewöhnlichen Instrumenten. Was muss ich mir darunter vorstellen? Was für Instrumente? Ja, zum Beispiel haben wir eine Wärmflasche, na, die Kokosnüsse habt ihr ja schon gesehen. Ja. Dann haben wir uns ein Schüttelrohr hergestellt aus dem Abfallrohr. Ja. Jetzt habe ich zum Beispiel ein Kürbis getrocknet. Aha. Und will da noch was reinfüllen als Schüttel. Also eigentlich sind es nicht außergewöhnlich, sondern das sind sogar alles selbstgemachte Instrumente. Eigentlich fast neu erfunden, ja? Gebt ihr denen auch Namen? Wie heißen denn die Kokosnüsse? Kokosnüsse. Einfach zweckentfremdet. Ja. Wie war der Auftritt? Seid ihr zufrieden? Hat's geklappt? Ja, es hat auf alle Fälle geklappt, von unserer Seite, ja. Ja, wie ist das eigentlich so, als Familie auf der Bühne zu stehen? Anstrengend, schön? Schön, natürlich. Ist schön, man ist immer zusammen unterwegs. Es ist wirklich schön. Ja, fühlt sich gut an, wenn dann alle so zusammen gemeinsam an einem Strang ziehen. Wunderbar. Wie kommt man überhaupt auf die Idee, sowas zu machen, gerade mit solchen Instrumenten? Wer hatte die ausschlaggebende Idee, zu sagen, wir nehmen ganz außergewöhnliche Dinge und verfremden die Musik so ein bisschen damit? Ja, weil ich möchte nicht, dass wir irgendwas machen, was es schon so oft gibt. Und ich muss halt was anderes sein. Wie lange macht ihr jetzt schon gemeinsam Musik? Seit 2006. Also 2006. Seit dem 3.3.2006. Achso, was war das für ein Anlass, wenn ich fragen darf? Meine Eltern hatten goldene Hochzeit und was soll man immer so schenken? Und musisch sind sie ja alle. Und da haben wir gesagt, wir machen jetzt ein Programm. Angefangen hat es wohl mit 12 Liedern. Mhm. Und das war gut, ist gut angekommen. Und da haben wir gesagt, jetzt machen wir weiter. Wir haben gesagt, jetzt bauen wir uns richtig auf. Schön. Und versuchen, was Neues zu machen. Ja, also da ist Herzklopfen kostenlos mit so vielen Zuschauern schon auf jeden Fall eine gute Chance und vielleicht auch ein tolles Sprungbrett. Wo tretet ihr so auf, Erik? Also wir treten auf zu Familienfeiern, wir werden gebucht, angerufen. Schön. Also nicht gebucht, wir machen das nicht hauptberuflich. Ja, habt alle noch was Normales im Petto sozusagen. Ja. Aber dann macht es auch am meisten Spaß, glaube ich. Da ist man mit Herz und Leidenschaft bei der Sache. Was bedeutet es heute für euch, bei Herzklopfen dabei zu sein? Ja, sagen wir mal, eigentlich sehr viel. Ja. Ist ja auch so eure Gegend, so ein bisschen. Ja, Unterwellenborn ist ja nicht weit. Fast ein Heimspiel und so. Nee, das bedeutet uns schon sehr viel. Ja. Ja, aus den ganz einfachen Gründen, wie gesagt, wir machen sehr, sehr gerne Musik. Ja, und wollen eigentlich, wie gesagt, so oder denken, dass wir das ein bisschen als Sprungbrett nehmen können, dass wir, sagen wir mal, jetzt ein kleines bisschen, sagen wir mal, ein bisschen mehr jetzt so von den Anfragen, von den Auftritten, ein kleines bisschen mehr. Gell, ist auf jeden Fall ein Sprungbrett. Ich habe vor 15 Jahren ja auch hier angefangen und da kann schon einiges draus werden. Euer Motto ist ja eigentlich, wir covern, sie feiern. Und heute kann man eigentlich sagen, die wählen und ihr feiert. Dazu drücke ich euch die Daumen, dass wir das auch machen können. Schön. Vielen Dank, dass ihr da wart, dieser Long Creature aus Unterwellenborn. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Tschüss.
Herzklopfen kostenlos. Die Talente-Show. Präsentiert von Ihrer Kreissparkasse Saale-Orla, der Stadt Neustadt an der Orla und dem Veranstaltungsbüro Andreas Dornheim.